La Villa direkt am Starnberger See, der Veranstaltungsort der ersten AMD, den Audiovisual Media Days 2008. Zwei Tage lang standen die neuen Medien im Fokus. Hochkarätige Dozenten beschäftigten sich mit dem Schwerpunktthema Bewegtbild als Instrument der Unternehmenskommunikation. In intimer und entspannter Atmosphäre trafen sich Medienprofis und Experten aus verschiedensten Unternehmen. Einhellige Meinung, der Einsatz am Bewegtbild wird dramatisch zunehmen. Es gilt, die Chancen zu nutzen, die der Markt derzeit bietet. Fernsehen wird im Kontext von Communities stattfinden und jede Art von lineare, sequentielle Programmschemata sind für den Hasen. Ob Intra oder Internet, den Zuschauern oder User gilt es zu erreichen. Dabei boten die AMD 2008 gute Möglichkeiten, von den Großen der Branche zu lernen. Internet muss kürzer sein. Also selbst Werbespots, die kurz geschnitten sind, die mit einem schnellen Aktionswechsel ausgestattet sind, sind oftmals noch zu langatmig und vor allen Dingen zu lang dann fürs Internet. Vor allen Dingen, wenn es als Pre-Roll läuft, wenn der Content 1,50 ist, dann darf der Spot vorher nicht genauso lang sein. Diskutiert wurden unter anderem Fragen wie, welche Relevanz das Bewegtbild in Social Communities hat. Tendenz steigend, aber das Wie wird die entscheidende Frage werden. Die große Herausforderung ist dabei, keine Reaktanz bei ihm zu erzeugen. Also man darf ihn auch nicht zu spammen mit Junk-Mails, sondern muss wirklich dann auch ihm Angebote schaffen, die für ihn auch wirklich einen Nutzen darstellen. Die AMD 2008 bot besonders gut Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Häufiges Gesprächsthema, alte Medien in den neuen Medien. Wie wird sich das Fernsehen verändern? Das Fernsehen und das Internet haben bisher koexistiert und verschmelzen. Das ist was anderes. Also Fernsehen ist nicht tot. Fernsehen heißt ja nichts anderes wie etwas sehen über eine Distanz, über einen Sender. Und ob das Kabel im Boden jetzt ein Kabel ist oder eine Satellitenschüssel oder ein DSL-Anschluss, ist, glaube ich, für den Verbraucher völlig wurscht. Zwei Tage, die vieles boten. Entwicklungen wurden analysiert, Prognosen abgegeben, Begriffe geklärt, Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. Die AMD 2008 hat die Erwartungen erfüllt. Erwartungen haben sich nicht nur erfüllt, sondern sind für eine erste Veranstaltung, für so eine erste Konferenz, für mein persönliches Dafürhalten, sind sie eigentlich schon übertroffen worden.